Lange Zeit zuvor haben zwei Rassen über die Erde geherrscht, Mensch und Monster. Eines Tages ist Krieg ausgebrochen zwischen diesen beiden Rassen. Nach einem langen Krieg waren die Menschen siegreich. Sie haben die Monster im Untergrund versiegelt mit einem magischen Zauber. Während den Jahren sind viele Menschen auf MTI-Bits draufgeklettert. Und sie haben alle dasselbe Schicksal erlitten. Außer eine Ausnahme. Ein Mensch mit dem Namen Frisk hat sich mit dem kompletten Untergrund befreundet. Am Ende wurde die Barriere zerstört und alle Monster wurden befreit. Es sieht aus wie ein neuer Beginn für die Zukunft von Menschen und Monster. Aber Frisk hatte nicht mal ahnen können, dass noch eine andere Reise zuvor liegt. Es gab immer noch eine Person, welche von dem Leiden befreit werden musste. Ich würde dir den Namen sagen, aber ich denke nicht, dass du über eine Person reden solltest, welche zuhört. Don't forget. Jo Leute, das ist ein kleines Undertale-Fangame, welches ich mal in allen Faden dort ja, spielen möchte. Und ich möchte auch noch genauso wie bei Undertale möglichst viele Secrets aufdecken. Also würde ich mal sagen, beginnen wir. Ich habe die Demo schon gespielt und hier das Fangame und die Demo von dem Fangame tun sich beide in Safe State teilen. Deshalb muss ich jetzt Reset klicken. Aber ich weiß noch kaum was. Das ist im Gegensatz zu Undertale jetzt blind. Ja, ich bin gehypt. Ich habe ja monatelang auf dieses Fangame gewartet. Ein paar Sekunden nach dem Ende von Undertale. Die vierte Wand wurde zerbrochen. So. Komm mit, Frisk. Ich bin so aufgeregt, endlich auf der Oberfläche zu sein. Es war so lang. Nun, egal. Die anderen sollten vor uns sein. Los geht's. Okay, geht hier noch? Oh, schade. Hier diese coole Gerd. Ah, das geht aber. Das ist auch cool. Das geht ja. Du, 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 du. Yeah. Oh ja, Musik. Ein Schild, das im Nix hängt. Warnung! Geh nicht durch diesen Punkt durch! Was? Die Höhle, die da vorne liegt, ist zu gefährlich. Wenn du durchgehst, sind wir nicht verantwortlich für deinen Tod. Wenn du stirbst, dann hast du niemanden anderen zu beschuldigen als dich selbst. Auch wenn du theoretisch niemanden mehr beschuldigen könntest, weil du tot wärst. Egal, geh jetzt zurück. Danke dir. Okay. So. Naja, die Landschaft hier ist etwas billiger designt als ein anderer Teil, aber gut, das ist halt in der Oberfläche, das ist nicht so einfach und... Fuck. Oh, noch ein Schild. Die waren in der Demo nicht drin. Warnung. Beklettere nicht den Mountain nach diesem Punkt. Danke. Bergsteiger Association. Das Schild hat eine coole Stimme, das muss ich mal sagen. So. Ah, Gras! Oh. Rasenmähen und... In der Demo hat mich der Stein ja angegriffen, dann noch viele andere Viecher. Die konnten aber alle keine Attacken ausführen und ich musste nur zähmen. Schade, das war cool, aber... Warte, hat jetzt die gerade... Hab ich jetzt gerade... Nee, ja, das geht hier auch nicht. Oh Mann. Da sind alle vereinigt. Ah, da seid ihr. Wir haben gewartet. Vor uns liegt ein menschliches Dorf. Frisk, bist du bereit, uns den Menschen vorzustellen? Du bist wundervoll. Hoffentlich mögen die uns. Vielleicht wird es helfen, wenn ich ein paar gute Scherze erzähle. Gut. Vielleicht sollten wir unsere Scherze für uns selbst behalten. Alles klar, jeder. Es ist endlich Zeit. Lasst uns das Dorf betreten. Versucht, einen guten ersten Eindruck zu machen. Das ist sehr wichtig. Los geht's! Wuhu! So, warte, ich kann hier gerade einen Schluck trinken. Oh yeah. Ein paar Monate später. Wuhu! Du möchtest nicht wirklich eine Bad Time haben. Ich denke, jeder, der sich die Genocide-Version meines Spiels anguckt hat, weißt du, woran das angelehnt ist?
Du öffnest den Schrank. Er ist voll mit gestreiften T-Shirts. Nee, Shirts oder was auch immer. Das Gefühl der Wärme von deinem kleinen Raum. Es füllt dich mit Komfort. Oh, und auch Determination. Dein File wurde gesaved. Wuhu! Da hinten bei dem Schild, das konnte man Demo noch anklicken und dann stand dort, du guckst nach draußen. Alles brennt! Oh, nee, Scherz. Alles klar. Es ist eine vor der geformte Lampe. Okay. Dieses Toriels Zimmer. Wuhu! Dieser Raum gehört noch keinem. Wie auch immer. Es könnte Eskos sein, wenn er es schafft, wieder mit Toriel zusammenzukommen. Momentan lebt er auf Andeins Couch. Bis er alles sortiert hatte. Und Leute, ja, ihr seht es. Das hier ist so ziemlich der Startraum von einem Pokémon-Spiel. Also das Zimmer der Mutter. Abgesehen davon, dass die Mutter hier zufälligerweise ein Zimmer hat. Oder noch ein weiteres. Und das hier, ja gut, das hier ist das Zimmer, das auch in den Credits gezeigt wurde von Undertale. Und es ist auch sehr angelehnt an das Zimmer von dem NES. Ja gut, hier. Ja, und das ist so ziemlich der Ort, an dem die Mutter im Pokémon wohnt. In der Küche. Na gut. Ah, guten Morgen, mein Kind. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Es ist ein wunderschöner Tag draußen. Solltest wirklich rausgehen und spielen, das ist so wunderschön. Hab Spaß. Wuhu. Wartet. Gibt es hier Messer? Oh. Ich hab doch gar nicht mit dir geredet. Ich hab mit dem Küchentisch geredet. Da ist weißes Fell in dem Spülstein. Der Doc ist mit uns gekommen. Da ist Schokolade im Kühlschrank. Wuhu. Huch. So. Ja, das hier ist auch schon ein sehr langweiliger Teil in Nemo gewesen und in Upper Tale. Ja, Upper Tale habe ich auch gespielt, aber es ist so kurz gewesen und ich habe Angst, dass das Spiel ja auch so kurz ist in ganzen Modis. Ich meine, der hat das ja wirklich hier durchgerusht. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, ich werde hier die Folgen immer so 20 Minuten lang machen. Fuck. Okay, es gibt ja auch noch so einige coole G-Bugs. Wenigstens etwas. Die Tür ist abgeschlossen. Du hörst gruselige Töne, die von innen kommen. Wuhu! So, wir wissen alle, wer da drin ist. Die Tür ist abgeschlossen. Hier lebt ein YouTuber. Der Name ist Patman oder irgendwas in diese Richtung. Scheiße, ich hab einen Frogget! Rabbit! Keine Ahnung, war das ein Croak? Keine Ahnung. Oh. Hier wurde aber noch etwas ausgeschmückt. Das finde ich gut. Dieses Census und Papyrus' Haus. Es ist abgeschlossen. Wie auch immer, da ist eine Notiz auf der Tür, welche sagt: Im Labor. Zurück später. Die Notiz ist schrecklich geschrieben. Wahrscheinlich von Sans. Solltest du ihn in seinem geheimen Labor besuchen? Was? Oh, das wird das Spiel fortsetzen und du wirst nicht fähig sein, zurückzugehen. Oh, wartet, dann müssen wir noch etwas sagen. Bei Upper Tale, in der Demo weiß ich, aber bei Upper Tale gab es links noch eine große Halle, die man besuchen konnte. Ist die... Nee, wir sind hier komplett eingeforested. Wir sind nicht mehr die Wächter. Aber wir tragen immer noch diese Outfits, weil die cool aussehen. Wuhu! Hast du ein Halsband bekommen? Ich denke immer noch über dieses gespickte Halsband. Okay, schade. Machst du noch diese coolen Sounds? Nö, der macht hier irgendwie gar nichts. Schade. What the fuck? Hiya! Ich bin Sam! Septic Sam! Ich bin ein gigantischer Augenball. Ich kann nicht zwinkern, also bin ich in konstantem Schmerz. Es brennt. Das ist auch ein tolles Leben. Immer noch kaputt. Hi. Cooler Typ. Vor allem den Grillbeast einen Feuermann cool zu nennen, das ist auch noch eine Leistung. Jo, neuer Undertale Insider. So. Die Tür ist abgeschlossen. Da drin lebt ein Indie-Developer. Sein Name ist Jiki R oder irgendetwas in diese Richtung. Ja, seht das hier als Credit an ihn. Sein Name ist Ricky G.
Und jo. Das ist mein Credit dann in dieser Folge. Der hat hier das Fangame entworfen. Und deshalb ist auch gut, dass ich hier drin verewigt hat. Die ist erst abgeschlossen. Du hörst funky Music da drin und jemanden, der... Oh yes! Sagt auf der anderen Seite. Das war Metaton. Wenn das irgendjemand anderes wäre, der ihn nachahmt, bin ich sehr verstört. Die Tür ist abgeschlossen. Du hörst da drin jemanden Animes gucken. Wie auch immer man hört, dass jemand Animes guckt. Ja gut, daran, dass die ganze Zeit die Attacken herumschreien oder sowas wahrscheinlich. Die Tür ist abgeschlossen. Du hörst jemanden auf der anderen Seite schreien. An dein. Die Freizeitaktivitäten von den einzelnen Charakteren hier ist sehr interessant. Ah ja, hier geht's weiter. Oh. Oh, oh, oh. Hier hat sich aber auch einiges verändert. Das Design ist nicht mehr so arm. Was ist das für ein cooles Monster? Die Puzzles sind auch nicht schlimm. Mehr die Videospiele auch. Das sind viel weniger originelle Spiele jetzt draußen. Nur noch eine Menge von arm gemachten Fangames. Die kopieren eigentlich nur andere Spiele. Was für eine Schande. Es ist gut, dass wir nicht in irgendeinem Fangame sind. Die fette Wand. Die bricht, sie krümmt sich, sie geht langsam kaputt. Und ich habe meinen Bildschirm angespuckt. Ich musste sowieso. Wenn wir wären, würde ich wirklich die Hoffnung auf diese Welt verlieren. Der Arme. Oh, der Politiker hier. Ich habe gehört, dass irgendwelche arme Leute versuchen, Präsident zu werden. Einer von denen möchte, dass alle Monster irgendwelche speziellen Schilder oder sowas tragen. Aber warum? Um uns anders zu machen? Hört sich danach an wie so eine Hitler-Juden-Behandlung. Sind wir nicht schon anders genug? Wir sind Monster. Das ist Politik. Aha. Der hat sich mit Trump auseinandergesetzt, ich sehe schon. Das ist es, boomt ja an dem Bach. Ich bin so glücklich. Ja, nochmal seine Stimme. Nee, genau. Seine Stimme war anders. Das Business boomt ja an dem Bach. Nee, ich an dem Bach. Am Strand. Ich bin so glücklich. Wie konnte ich Beach mit Bach übersetzen? What the fuck? Ah, hallo, Frisk. Es ist nicht ein glücklich. Es ist nicht ein wunderschöner Tag draußen. Ich liebe einfach nur die Oberfläche. Es ist so wunderschön. Ich genieße momentan diese wunderschöne Aussicht. Wenn du für Sans guckst, ich habe keine Ahnung, wo er momentan ist. Guck dir mal die Tür unseres Hauses an. Er könnte vielleicht eine Nachricht hinterlassen haben. Also, wenn du ihn siehst, dann erinnere ihn bitte dran, den Schnee von unserem Dach zu entfernen. Ich habe ihm schon vor Monaten gesagt, das zu tun. Bis später, Frisk. Ach ja, ihr habt's ja gesehen, der Sensor natürlich zu faul, das zu entfernen ist wieder diese Hotline-Anspielung. Liebe es. Oh, das ist schon der Strand. Na gut. Es fühlt sich so an, als würde der Typ wollen, dass wir in der Story weitermachen. Da wir anscheinend schon alles gesehen haben, werden wir auch in der Story weitermachen. Wartet, was sei hier oben nochmal? Ach nee. Oh. Oder? Wartet, hier oben ist da noch was? Ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken. Sorry. Ah, ja. Boah, die Musik ist unspannend. Ein Vegetoid. Ein verfaulter Vegetoid. Vergiss es nicht. Vergiss nicht. Dein Gemüse zu essen. Okay, wäre dieser Vegetoid schwarz-weiß, dann wäre er wahrscheinlich ein Gäste-Follower. Okay, diese Lampe ist nicht convenient shaped. Hab die gerade angeklickt, kann ich nicht mit interagieren. So Leute, dann gehen wir mal weiter. Progressen wir das, sorry. Ab jetzt wird es kein Rückweg mehr geben. Jetzt beginnt das Spiel. Ach warte, nee, eins müssen wir noch angucken. Wir kennen ja noch Sans altes Labor. Warte, das hier überspringen wir kurz. So. Ja, ich weiß. Noch nicht. So. Das ist auch fies. Normalerweise, wie bei jedem anderen Spiel, sollte jetzt eigentlich bei, die Standardaussage bei Nein stehen. Wir haben dann die Piratenflagge. Lol. Okay, gut. In diese Richtung können wir nicht zu irgendeinem Geheimlabor vom Sans. Dann ist die einzige Möglichkeit, hier entlang zu gehen, Leute. Yeah. Du hast dich dazu entschieden, ins Labor zu gehen.
niemand weiß darüber, außer dir und Sans. Und alle Leute, die sich die Notiz an der Wand angeguckt, an der Tür angeguckt haben, what the fuck? Es ist in der... Oh. Yeah! Das war cool, Leute. Das war cool. Haben wir jetzt solchen Bug ausgelöst und es geht nicht weiter? Nee, es geht weiter. Okay, wir können hier wirklich nicht weiter aus. Lol, ist das die Maschine, die sie dort hatten? Ist da. Oh, du bist es nur. Hey, Kiddo! Sorry, ich habe ehrlich gesagt niemanden erwartet, der reinkommt. Weil niemand außer dir und mir weiß, dass dieses Labor existiert. Und jeder, der sich die Notiz an der Wand angeguckt hat... Na gut, die haben ja gesagt, dass nur wir hier wissen, dass es auf der Rückseite des Hauses ist. Ich habe gedacht, wenn irgendjemand vorbeikommt und sich die Notiz durchliest, würde niemand wissen, wo das Labor ist. Also würden die einfach spät zurückkommen. Okay. Okay. Sorry, Sans. Ich habe nichts gesagt. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, dass du weißt, wo es ist. Also so... Achso. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, was zur Hölle das hinter mir ist. Nun, weißt du, Frisk, wir sind durch eine Menge durchgegangen, oder? Du bist der Grund, warum wir alle hier auf der Oberfläche sind. Und du bist eines meiner besten Freunde. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann dir trauen, oder? Guck mal, ich weiß, das kommt alles aus dem Blauen. Brummtsch. I'm blue, da bin ich, aber da. Und alles. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass ich dir was sage. Ich habe niemals zuvor mit irgendjemandem darüber geredet. Doch nicht mehr mit Papyrus. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich dir die wirkliche Wahrheit sage, Kiddo. Versprech mir, du wirst niemand darüber sagen. Okay. Ist ja nicht so, als könnten wir das. Wenn wir die anklicken, dann reden die mit uns, geben uns eine Ja-Nein-Auswahl und dann werden wir aus dem Gespräch rausgeschickt. Also, okay, Sans. Alles klar. Nun, es wird schwieriger und schwieriger, Sinnen. Aber ich war einmal ein Laborassistent. Ich habe für den alten königlichen Wissenschaftler gearbeitet. Sein Name war W.D. Gaster. Er war ein großartiger Typ. Eines Tages aber hat er das machtvollste Ding im Universum entdeckt. Es nennt sich Entschlossenheit. Ja, da Determination hier aber wirklich als ein wissenschaftlicher Gegenstand bezeichnet wird, werde ich das auch hier Determination nennen. Jetzt hier nur damit ihr aufgeklärt seid und nochmal, für alle, die Undertale nicht geguckt haben und alle, die nicht Englisch können, wissen, was Determination bedeutet. Es ist Entschlossenheit, Willenskraft und so weiter halt. Ja, ich nenne es jetzt hier einfach Determination, weil, das wäre ein gutes Beispiel. Ja, damals als seine Stoff noch Germanium hieß, ich habe jetzt gerade vergessen, wie es momentan heißt. Radium? Nee, Radium ist nicht Germanium, oder? Na gut, egal, jedenfalls, Germanium wurde in Deutschland auch nicht Deutschlandium genannt, sondern wirklich auch Germanium, deshalb nenne ich Determination jetzt auch Determination. Weil es hier schon wirklich ein wissenschaftlicher Gegenstand ist. Er hat das machtvollste Ding im Universum entdeckt. Determination. Er hatte dann diese Maschine gebaut, welche hinter mir ist, welche von Determination angetrieben wird. Es ist eine Zeitmaschine. Abgesehen davon, dass es nicht in verschiedene Zeiten geht, gehst du in verschiedene Zeitlinien. Ja, die Zeitlinien wurden schon mal hier angesprochen. Also wie gesagt, das ist jetzt komplett blind, das ist jetzt nur meine Vermutung, damit wir nachher sehen können, inwiefern ich richtig liege. Meine Vermutung wäre, dass wir jetzt hiermit in verschiedene Zeitlinien gehen können, wie zum Beispiel in der Genocide-Zeitlinie, wie dann alles gewesen wäre und so weiter halt. Da bin ich immer gespannt. Wir sind hier gerade momentan in der True Pacifist-Timeline. Wie auch immer, es kann auch das benutzt werden, Sachen aus anderen Timelines mitzunehmen. Lol, oh Gott, wenn das der Karens die in die Hände fällt. Na gut, ihr konntet ja bei mir das Genocide-Ende nicht sehen, weil ich das einfach nicht über mich springen konnte, den Sans umzubringen, nachdem er da diese tolle Rede gehalten hat. Ich werde an der Stelle jetzt einfach mal die Kara-Szene aus irgendeinem anderen, von irgendeinem anderen Let's Play, den ich dann in der Beschreibung verlinke, einblenden. Ja.
Leute. Einfach nur, damit ihr wisst, wer Kara ist. Zum Beispiel eine Person. Egal. Gestern war ein ziemlich neugieriger Typ. Er musste alles austesten. Also hat er sich selbst ein bisschen Determination gegeben. Er hat mir sogar ein kleines Späßchen gegeben. Und dann hat er begonnen, von einer Zeitlinie in die anderen zu springen, mit der Benutzung dieser Maschine. Es war zuerst gut, bis eines Tages... Guest hat gedacht, was würde passieren, wenn er beginnt, Monster in anderen Zeitlinien umzubringen. Das hört sich nach einer Bedtime an. Wie würde es andere Zeitlinien affektieren? Und natürlich musste er es einfach versuchen. Ich habe versucht, ihn zu warnen, dass je mehr er tötet, desto mehr würde er sich von sich selbst entfernen. Das ist deep, Leute. Das hier könnte von Toby selber kommen. Großen Respekt, Ricky. Großen Respekt. Aber er hat nicht zugehört. Er wollte einfach nur herausfinden, was passieren würde. Ja, das ist ungefähr auch das Schicksal, das laut der richtigen Undertale-Story auch hier Flowey und auch meistens auch dem Protagonisten selbst passiert ist, nämlich, dass man immer und immer wieder hier alles durchspielt, bis es langweilig wird und man andere Sachen herausfinden will. Was passiert, wenn man diese und diese Person was Gutes tut? Was passiert, wenn man sich mit der Person befreundet und die Person tötet? Und so weiter. Findet ihr tausende von Videos von auf YouTube, findet ihr in Milliarden von Fanfictions. Und jetzt ist es Gott sei Dank auch in diesem Spiel drin. Danke, Ricky. Er wollte wirklich herausfinden, was dann passiert. Früher oder später. Nee. Früh genug hat er dann begonnen, in andere Zeitlinien reinzugehen. Hat unschuldige Leute getötet. Dieser Grund... Seine Begründung war... Das ist nicht unsere Zeitlinie. Also ist es egal. Aber mit der Zeit hat er begonnen, weniger sympathisch zu sein und hat begonnen, sich von sich selbst zu entfernen. Dann, an einem Mittag, hat er versucht, Fulginos Zeit in einer anderen Zeitlinie zu gehen. Ich muss ihn aufhalten. Es ist zu weit gegangen. Ich, glaube, ich erinnere es nun. Der Gaster. Jeez. Come on, G. Das ist dumm und du weißt es. Du kannst nicht einfach nur losgehen und in irgendeine zufällige Zeitlinie und jeden da drin umbringen. Das ist verrückt. Nun, geh weg von dieser Maschine. Bitte. Nonsense. Ich werde nicht... Oh, das ist jetzt hier leider ein Fehler. Der Gaster, der hatte in nur Caps geschrieben. Genauso wie der Papyrus. Und auch in Windings. Sehr gut, Windings konnten sie jetzt nicht nehmen. Ich denke mal, das ist ein Nebeneffekt davon gewesen, dass er in Raum und Zeit zertrümmert wurde. Aber was ist das hier für eine Schriftart? Das möchte ich noch wissen. Ist das vielleicht... Könnte das Esther sein? Nee, warte, das muss ich kurz herausfinden. Ich werde kurz hier, irgendein Schreibprogramm öffnen. OpenOffice. Paar Sekunden. Jo, Leute, lag richtig. Es ist Esther, an dem er spricht. Oder? Ja, gut, sieht für mich so aus. Das Ei ist etwas anders, aber ansonsten... Nee, keine Ahnung. Sieht schon ziemlich ähnlich aus, aber... Das Tier ist etwas anders, das I wird etwas anders. Ansonsten war das gleich. Nee, keine Ahnung, in was für einer von der da spricht. Schreib's dann in die Kommentare, falls ihr es wisst. Nein, Sense, ich werde nicht. Ich muss das hier tun. Für die Wissenschaft. Nebenbei, es wird uns nicht affektieren, oder? Es wird einfach nur die anderen Zeitlinien ändern. Ich muss herausfinden, was passiert. Nebenbei. Ich würde irgendjemanden aus unserer eigenen Zeitlinie wehtun. Nicht einmal. Sans, vertraust du mir nicht? Seht ihr Risse im Gesicht? Er hat sich schon extrem von sich selbst entfernt. Ach du Scheiße. Vertraust du mir nicht? Na, ich konnte es nicht. Er war nicht derselbe Typ, den ich kannte. Es gab keine Möglichkeit für mich, ihm zu trauen. Hoffentlich. Wenn ich ihn zurückbringe, wird er mich nicht hassen.
Warum er wütend auf mich sein sollte. Oh, gut, die Sache ist, nachdem ich versucht habe, ihn zu stoppen, hat Gesser die Maschine aktiviert. Einfach nur, wenn es... Warte. Jetzt, naja, genau da, wo er versucht hat, in eine andere Zeitlinie zu gehen. Ich habe schnell eines meiner Attacken benutzt, um die Maschine kaputt zu machen. Das hat dafür gesorgt, dass das Ganze komplett falsch lief. Gesser wurde corrupted. Und nicht die Art von Korruption, welche man der Politik antrifft, sondern die Art von Corrupted, von wegen hat sich in Raum und Zeit da kaputt gemacht. Ja. Die Zeitlinie ist auseinandergefallen. Er hat eine ganze Zeitlinie kaputt gemacht. Ah, Sans hat gegenocided. Und deswegen ist eine neue Zeitlinie gekommen. Entstanden, in der Gesser nicht wirklich existiert. Diese neue Zeitlinie wurde die, in der wir momentan drin sind. Oh. Das erklärt auch, warum sich niemand an Gesser erinnert, aus den Gesser-Follower, warum auch immer die... Vielleicht ist das ein Teil der Korruption? Vielleicht sind ja die verschiedenen, Splitter? Oh, ich bin richtig gespannt, Leute, das ist spannend. Gesser wurde in die alte Zeitlinie gesteckt. Von welcher ich glaube, dass jetzt ein leerer Raum ist. Also, technisch gesehen... Bin ich der Grund, warum er in einem dunklen Universum gefangen ist. Es würde mich nicht überraschen, wenn er mich hassen würde. Aber vielleicht hat er eine Menge Zeit zu denken und hat sich beruhigt. Egal, mit dieser Maschine hinter mir könnten wir versuchen, ihn zurückzubringen. Oh, mein Hals, der Sand ist wirklich anstrengend, ich muss kurz einen Schluck trinken. Ja. Achso. Ich krieg die Wasserflasche nicht richtig zu, bin ich dumm? Ja. Der Kampf zwischen Menschen und Wasserflaschen. Aber am Ende, Leute, waren die Menschen siegreich. Ich hab so viele Male versucht, dieses Ding zu reparieren. Zu viele Male, um zu zählen. Aber ich hab ein gutes Gefühl für diesen Versuch. Möchtest du versuchen, es auszuprobieren? Alles klar dann! Du möchtest vielleicht etwas weiter hinten stehen. Oh, ich möchte jetzt unbedingt speichern und hier die 20 Minuten erfüllen, aber ich kann nicht speichern. Alles klar dann. Lass uns einen dramatischen Countdown haben. 3, 2, 1. Sans, what's the hold up for? Nichts ist passiert. Sag mir nicht, dass es immer noch nicht repariert ist. Ich hab so hart gearbeitet dieses Mal. Ich bin nicht mal eingeschlafen. Komm schon, arbeite. Ich glaube, es hätte ich... Ein Zeitlinienwechsel, Leute. Und? Können wir speichern? Können wir uns bewegen? Nee. Die Gegenwelt aus Pokémon Platin. Jetzt bin ich gespannt. Wir können hier immer noch nicht speichern. Können wir nicht hier irgendwo Determination bekommen? Ring, ring. Hallo? Frisk? Geht es dir gut, Kiddo? Wo bist du? Bist du sicher? Die Maschine hat mich in irgendeine seltsame dunkle Version von Schnaudern geschickt. Ich kann dich nirgendwo sehen. Es muss uns getrennt haben. Ja, das ist seltsam. Gut, dass ich daran gedacht habe, mein Telefon aufzuladen. Nebenbei, die Maschine ist direkt neben mir. Aber, da gibt's ein kleines Problem. Ich denke, die Maschine ist, nun ja, kaputt. Und ich kann sie nicht reparieren, aber... Nun, dass ich daran denke, dieser Ort scheint wie das dunkle Universum zu sein. Und wenn es richtig ist, dann muss Gesser irgendwo sein. Vielleicht, wenn er nicht wütend auf mich ist, kann ich ihn fragen, dies zu reparieren. Er war schließlich der, der die Maschine baute. Weißt du was?
Ich bin wirklich gespannt darauf, warum die Maschine uns getrennt hat. Ich hab keine Ahnung, warum das passiert ist. Aber, egal. Ich muss für Geister gucken. Du solltest vielleicht versuchen, auch nach ihnen zu sehen. Aber sei vorsichtig, okay? Es sieht ja nicht wirklich freundlich aus. Ich würde nicht wirklich freuen, dass irgendwas zu dir passiert. Du bist eines meiner besten Freunde, Frisk. Gut, egal. Ich werde dich vielleicht später wieder anrufen. Also, pass auf dein Telefon auf, okay? Alles klar. Seh dich. Klick. Boah, Gott sei Dank, hoffentlich ist das Dialog zu Ende. Der war viel zu lang, hatte viel zu windige kleine Pausen und mein Hals tut absolut weh. Und wir sehen hier auch, wo wir sind. Wir sind hier scheinbar in dem Beginn der Ruinen. Und ich hoffe, dass hier bald ein Speicherpunkt kommt. Oh, mein Hals. Puh, die Musik und das hier. Nee, wir sind hier auf keinen Fall in Ruinen. Wir sind bei einer anderen Version des Chors, kann das sein? Von der Musik zu urteilen und dem Design? Ja. Ja, bei Uptale war es ja so, dass es hier Zeitreisen gibt, aber dass wir jetzt zwischen den Timelines jumpen könnten, eventuell. Ich weiß nicht, wo das alles hinführt. Bitte irgendein Speicherpunkt. Du wirst nun in die Ruinen. Nur welcher sich wünscht zu sterben, sollte vorausgehen. Was? Es ist interessant, ob du mutig bist oder nicht. Du wirst trotzdem sterben. Jemand hat seine Unterschrift unten drunter geschrieben. Ah, aus irgendeinem Grund ist es geschrieben in seltsamen Händen und seltsamen Symbolen. Okay, das war der WD Geister. Sag nicht, dass ich dich gewarnt hätte. Ah. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Du sollst sterben. Du sollst sterben in diesem miserablen Ort. Wo dich niemand weinen hören kann. Wo niemand weiß, dass du überhaupt existierst. Das Leben ist scheiße. Gewöhn dich dran. Gester. Oh. Ein Gegner und immer noch kein Speicherpunkt. Rümpfen. Attackiert. Ah, okay. Attack Fragezeichen. Defens Fragezeichen. Wow. Ich habe zuerst gedacht, das hier wären irgendwelche Sterne oder sowas. Okay, das scheint ja einfach nur eine dunkle Version von einem normalen Frage zu sein. Versteht nichts, was du sagst. Ach du Scheiße. Was? Das ist ja gar nicht runtergefallen. Und der ist immer noch nicht. Okay, dann. Bedrohen wir ihn. Du bedrohst. Es scheint dein Ärger zu spüren. Deine Wut zu spüren. Und es hat Angst. Ah ja, ich bin gut, solche Sachen zu sagen. Okay, keine Items. Versuch zu fliehen. Er war schon immer lieber. Kein Extrem, kein Gold, das ist gut. Also, dass man kein Gold ist, nicht gut, aber gut, ich glaube. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass man hier sowieso nicht Items bekommen kann. Aber ich will wissen, wo Zelle man speichern kann. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich nehme das jetzt am Stück auf, bis man speichern kann. Dann nehme ich das hier schon mal im Voraus auf. Jo. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Episode weiter wieder, Leute. Die ist für mich jetzt gleich für euch erst morgen. Ah, oh, ich hasse es im Voraus aufzunehmen. Bis dann, Leute. Ciao.